Ich nehme dich mit in dieser Videoserie, wie ich Märkte vorbereite, was ich alles mache, was ich vorher mache, wie die Vorbereitungen laufen, wie dann die Marktdurchführung aussieht und wie ich dann den Markt nachbereite. Und du kriegst alles mit. Ich nehme dich hinter die Kulissen und heute geht es um das super wichtige Thema, vorher die Kunden zu fragen, was die sich wünschen, was es an meinem Stand zu kaufen gibt. Und dieses Thema Kundenumfragen wird von vielen Selbstständigen immer unterschätzt, wie wichtig das eigentlich ist. Und auch ich habe im Vorfeld natürlich eine Idee gehabt, was nehme ich mit auf dieses Wollfest und was könnte gut ankommen. Aber ich habe durch die Umfrage doch noch einige Überraschungen erlebt. Falls du neu auf meinem kreativen YouTube-Kanal sein solltest, ich bin Sabrina, ich führe ein Wollgeschäft, ich habe drei Online-Shops und ich mache natürlich auch Kunsthandwerkermärkte, Wollfeste, Weihnachtsmärkte und so weiter. Und in der Vergangenheit bin ich auch durch Märkte wirklich groß geworden, denn dadurch habe ich einfach diesen Kundenkontakt gehabt, hatte immer ein Kundenohr am Kunden, konnte meine Produkte weiterentwickeln und habe einfach super viel gelernt und habe mir einen richtig schönen Kundenstamm dadurch aufbauen können. Und auch jetzt, wo ich ein Wollgeschäft habe, sind Märkte total wichtig, um halt einfach neue Kunden in den Laden zu holen, dass die einfach wissen, wow, da gibt es ein Wollgeschäft, das wusste ich gar nicht, da gehe ich dann mal demnächst auch hin. Und heute geht es einfach darum, Kunden zu befragen, was die von einem erwarten. Und das ist wirklich ein so, so wichtiges Thema, dass man das wirklich im Vorfeld wirklich mal machen sollte. Und ich habe die Umfrage jetzt in Google Forms gemacht. So konnte ich sie über meinen Newsletter, über mein wolliges Telegramm verschicken. So konnte ich sie bei YouTube, bei meinem YouTube-Kanal als Beitrag teilen. Ich konnte sie auf Facebook posten und somit kriege ich von ganz vielen Richtungen einfach Rückmeldung, was die Kunden von mir erwarten. Und ich habe das ganz offen gelassen. Ich habe gesagt, egal ob du am Wollfest teilnimmst oder nicht, ich würde einfach gerne von dir, kreativen Kopf, du handarbeitest gerne, erfahren, was du gerne jetzt Mitte Mai von mir ja auf so einem Stand sehen möchtest, was du anfassen möchtest, was ich dabei haben sollte. Und ich wollte zum einen meine Ideen, wo ich gesagt habe, das nehme ich auf jeden Fall mit, wollte ich natürlich bestätigt haben. Und ich wollte auch gerne bestätigt haben, wo ich sage, Dinge, die ich gerne im Laden lassen würde, das schreibe ich auch da rein, um zu gucken, ob das wirklich so ist, dass die Leute sagen, ja, brauchen wir nicht, kreuzen wir gar nicht an. Und ich habe wirklich die ein oder andere, ja, spannende Überraschung erlebt und ich zeige dir jetzt einfach mal die Umfrage, die ich in Google Forms gebaut habe und zeige dir auch die ersten Ergebnisse. Also ich habe jetzt ein paar Stunden diese Umfrage online und habe jetzt schon so 49 Rückmeldungen und genau, da gehe ich einfach mal mit dir durch und wir schauen uns gemeinsam den jetzigen Stand der Antworten an. In Google Forms habe ich folgende Umfrage gebaut und da können die Leute quasi anonym ankreuzen. Du kannst aber auch Freitextfeld anbieten. Da ist ganz, ganz viel möglich. Ich habe das hier in meinem Lila gestaltet und habe hier oben erstmal nochmal erklärt, das habe ich in meinem Newsletter auch erklärt, warum ich einfach Hilfe brauche, warum die Leute das für mich beantworten sollen. Und ich kann diesen Link auch teilen in Social Media oder ich habe ihn auch auf meinem YouTube-Kanal geteilt. Das heißt also, da ist es mir halt einfach wichtig, dass da eine Einleitung drin ist, dass die Leute verstehen, warum frage ich das eigentlich. Und mir geht es halt einfach darum, rauszufinden, was die Leute gerne auf dem Wollefest in Herford bei mir am Stand sehen möchten, kaufen wollen und so weiter. Und ich habe das offen gelassen. Es sollen halt nicht nur die Leute beantworten, die wirklich kommen, sondern auch gerne alle. Denn es werden ja auch sehr, sehr viele Leute kommen, die nicht in meinem Newsletter sind und so weiter. Und von daher habe ich einfach ein besseres Bild dann. Ich habe das jetzt heute Morgen vor ein paar Stunden über meinen Newsletter, über mein wolliges Telegramm verschickt und habe jetzt schon fast 50 Antworten. Das ist für die kurze Zeit einfach total super genial. Und es sind ja auch noch ein paar Tage bis zum Wollfest. Das heißt, es wird sich da auch noch mal an den Antworten, denke ich, ein bisschen was tun. Nur ich möchte jetzt rausfinden, ob das, was ich mir überlegt habe, ob ich da auf dem richtigen Weg bin, ob ich was vergessen habe oder ob ich komplett vielleicht falsche Annahmen habe, weil man selber als Selbstständige ist halt so tief in dem Thema drin,
dass man selber teilweise von ganz anderen Annahmen ausgeht, als die Kunden eigentlich wollen. Deswegen ist diese Umfragen sind einfach so, so wichtig, um einfach von den Kunden zu erfahren, ob man da auf dem richtigen Weg ist oder ob man was vergessen hat oder ob man vielleicht komplett irgendwie auf dem Holzweg ist. Und meine erste Frage war deswegen auch, welche Wolle oder welches Garn möchtest du gerne bei mir am Stand sehen? Hier kann man bei Weiteres ein Freitextfeld ergänzen. Das finde ich immer ganz spannend, dass die da halt auch was Freies schreiben können. Wo ich jetzt schon gesagt habe, wo ich gerne den Schwerpunkt drauf legen würde, ist außergewöhnliche Sockenwolle, die man nicht überall kriegt, die es teilweise halt nur bei mir im Laden gibt. Dann werde ich öfter mal nach Sommersockenwolle gefragt, weil ich meine, es ist jetzt Mitte Mai, es wird wärmer, da werden jetzt keine Wintersocken mehr gestrickt. Deswegen da bei den Punkten wollte ich mir eigentlich bestätigen lassen, jo, da bin ich auf dem richtigen Weg. Genauso wie bei sommerliche Farbverlaufsbobbel. Ich weiß, dass Farbverlaufsbobbeln bei meinen Kunden super beliebt sind, wo man quasi dann einen großen Bobbel hat, wo die Farbe halt verläuft und man braucht halt nicht so viele Fäden vernähen und es sieht einfach schön aus. Hier wollte ich eigentlich, das ist ganz spannend, einfarbige Baumwolle, dachte ich, ist total langweilig, will keiner auf so einem Markt sehen. Da wollte ich mir eigentlich bestätigen lassen, die kann ich zu Hause lassen, also im Laden lassen. Wir gucken uns gleich mal die Antworten an, was rausgekommen ist. Also sehr, sehr spannend. Dann, das habe ich eigentlich nur reingenommen, um zu gucken, ob da Interesse besteht, weil ich hätte jetzt von mir aus meine ganzen Restposten, die Angebote und so weiter, die Schnäppchen, wo ich teilweise nur noch einen Knäuel habe oder zwei Knäuel oder was auch immer, hätte ich im Laden gelassen. Gucken wir uns gleich mal die Antworten an. Auch sehr, sehr spannend. Dann, das war jetzt Wolle. Jetzt wollte ich halt auf Stricksets gehen. Das heißt, was muss ich denn auch für Anleitung mitnehmen, was soll ich für Musterteile mitnehmen und so weiter. Und ich finde halt, für den Sommer kann man sich super gut T-Shirts machen oder auch Pullunder oder sogar Tops. Da wollte ich einfach mal gucken, wo da die Reise hingeht bei dem Thema Oberteile. Und dann, ich weiß, meine Kunden lieben Tücher. Und da wollte ich einfach mal gucken, was da so gefragt ist. Also eigentlich Dreieckstücher gehen immer, halbrunde Tücher, Tücher mit Lochmuster ist manchen oft zu schwierig. Deswegen wollte ich da einfach mal gucken, wo die Reise hingeht. Und auch das ist total spannend, schon nach 48 Antworten. Und auch hier können die Teilnehmer auch wieder ein Freitextfeld reinschreiben. Da wollte ich jetzt wissen, was soll ich darüber hinaus denn so mitnehmen? Und bei den letzten Wollfesten haben ja die Projekttaschen haben guten Absatz gefunden, Nadelgaragen, aber auch hier sowas wie Taschen mit wolligen Sprüchen. Das sind diese Filztaschen, von denen ich auch schon gesprochen habe in anderen Videos. Und ich habe auch Turnbeutel mit wolligen Sprüchen. Also alles das, was so ein bisschen ja, über das Thema Wolle hinausgeht, aber wo man die Wolle gut aufbewahren kann oder halt die Nadeln gut aufbewahren kann. Und dann habe ich zum Beispiel so Lieblingsstricknadeln auch zum Sockenstricken. Da wollte ich einfach wissen, ob ich die auch mitbringen soll. Und hier ist dann auch wieder ein Freitextfeld. Da können die Leute halt frei antworten. Das war mir auch nochmal wichtig, auf Vorbestellung nochmal die richtig hinzuweisen, so von mir mit der Nase drauf zu stoßen. Das mache ich immer super gerne, dass ich im Vorfeld Vorbestellungen entgegennehme. Und die Wolle kommt dann auch gar nicht auf dem Tisch, auf dem Stand. Das ist dann pro Kunde in einzelnen Taschen verpackt. Und wenn der Kunde da ist und sagt, jo Sabrina, ich habe was vorbestellt, dann hole ich die Tasche raus. Und die sagen mir auch im Vorfeld, welche Farben sie möchten, welche Anzahl von Knäueln und so weiter, welche Anleitung sie brauchen. Also das ist halt so ein Service, den ich anbiete, den die Kunden super gerne annehmen, weil da kann man halt auch Wolle vorbestellen, die ich sonst nicht am Stand habe, sondern nur für die spezielle Person halt mitgebracht habe. Und man weiß natürlich schon, dass man da gleich Umsatz machen wird, weil die Leute, die Vorbestellung machen, die kommen auch immer und kaufen das dann auch und kaufen meist dann auch noch mehr, als sie vorbestellt haben. Deswegen finde ich Vorbestellungen so, so wichtig. Und manche Kunden, die schaffen es vielleicht vom Weg her nicht wirklich in meinen Laden, aber jetzt nach Herford ist der Weg nicht so weit und deswegen ist das für viele dann ganz interessant, bei mir Dinge vorzubestellen, wenn sie den Weg schon mal machen, dass sie dann halt auch eine größere Menge Wolle kaufen und dass sie auch wissen, dass das, was sie haben wollen, auch da ist. Wenn man sich früh genug bei mir meldet und ich habe vielleicht die ausreichende Menge nicht, kann ich die ja auch noch bei meinem Lieferanten besorgen. Von daher, also das Thema Vorbestellung ist super, super toll und man weiß auf jeden Fall, dass man da Umsatz machen wird, weil man halt schon einige Vorbestellungen hat. Genau, dann bedanke ich mich dann nochmal zum Schluss ganz lieb und herzlich. Und was ich zum Beispiel hier gemacht habe, ich habe überlegt, soll ich irgendwie einen Rabattcode, Gutscheincode, sonst was anbieten? Nein, habe ich nicht gemacht, ganz bewusst nicht.
man kann, sage ich mal, die Kunden mit so einem Gutschein, das müsste man dann aber im Vorfeld ankündigen, dass halt mehr Leute an der Umfrage teilnehmen. Ich habe super liebe, nette Kunden, die kennen mich sehr gut über die YouTube-Videos und deswegen habe ich gesagt, ich mache den Versuchsballon ohne Goodie, ohne Geschenk, ohne irgendwas und wollte einfach mal gucken, wie groß die Resonanz ist. Und nach ein paar Stunden haben jetzt hier schon jetzt einer schon mehr geantwortet. Also scheinbar geht die Strategie auf. Gucken wir uns mal die Antworten an. Also, die Antworten kommen hier bei Google Forms zusammengefasst, anonymisiert. Also, ich weiß jetzt nicht, welcher Kunde was geantwortet hat. Auch bei den Freitextfeldern weiß ich das nicht. Ich wollte mir außergewöhnliche Sockenwolle bestätigen lassen. Da haben jetzt schon viele gesagt, jo, wollen wir haben. Auch Sommersockenwolle. Sommersockenwolle war mir klar, ist nicht so gefragt wie die außergewöhnliche Sockenwolle. Also, da habe ich jetzt meine Annahmen mir bestätigt. Und nochmal mehr als Sockenwolle sind halt die sommerlichen Farbverlaufsbobble. Also das war mir wichtig, einfach die Gewissheit zu haben, das, was ich vorhabe mitzunehmen, ist wirklich wichtig. Was ich nicht gedacht hätte, dass auch 15 Leute sagen, sie möchten einfarbige Baumwolle haben, weil die anderen Sachen, sowohl Sockenwolle ist meistens bunt, die Farbverlaufsbobble sind bunt. Deswegen wollte ich fragen, ob ich halt was Unifarbenes mitbringen soll. Finde ich jetzt spannend, von fast 50 haben 15 gesagt, sie möchten gerne einfarbige Baumwolle. Das heißt, ich werde das noch weiter beobachten. Aber wenn das weiter so bleibt mit 30%, werde ich auf jeden Fall noch die einfarbige Baumwolle und dann habe ich auch ein T-Shirt dazu auch noch einpacken. Das hatte ich eigentlich nicht vor. Das hier hatte ich auch nicht vor. Restposten und Einzelknäuel und so mitzunehmen. Aber wenn man hier guckt, 57% möchten gerne Schnäppchen machen. Das ist hier das drittmeiste bis jetzt, ne? Also Farbverlaufsbobble das meiste, dann Sockenwolle das zweite, also außergewöhnliche und dann kommen schon die Schnäppchen. Von daher, die muss ich mitnehmen. Hätte ich nie gedacht, dass das gebraucht wird, aber scheinbar brauche ich sie. Hier sind jetzt Einzelantworten. Da gibt es auch immer natürlich nur eine, also das ist halt das Freitextfeld. Da wird es niemals mehr als zwei Antworten geben, weil jeder ja was Eigenes schreibt. Hier möchte jemand Ganzjahreswolle haben, die im Winter nicht zu dünn und im Sommer nicht zu dick ist. Ja, werde ich ja jetzt nicht so großen Wert drauf legen. Da sind halt in meinen Restposten ist da was dabei und ich habe ein Strickset, wo man eine Sommerwolle und eine Mohairwolle verbindet, die man sowohl im Sommer als auch im Winter tragen kann. Deswegen würde ich da jetzt einen Haken dran machen und sagen, jo, habe ich dabei. Alpaka-Garne ist für mich sehr winterlich, würde ich jetzt nicht einpacken. Wenn ich ein Wollfest im September, Oktober nochmal machen würde, mitmachen würde, dann würde ich auf jeden Fall Alpaka-Garne mitnehmen, würde ich jetzt Mitte Mai nicht machen. Wolle mit Leinenanteil, jo, habe ich dabei, habe nämlich in den sommerlichen Farbverlaufsbobbeln auch welche mit Leinenanteil, von daher passt. Spezialitäten, gut, ne? Kann jetzt alles sein. Gehe ich mal davon aus, dass es halt, also ne, viele meiner Farbverlaufsbobble sind sehr speziell und gibt es nur bei mir und so. Von daher, genau, mache ich da auch meinen Haken dran und sage, yo, habe ich. Dann das Thema Stricksets. Und es ist echt unglaublich. Ich hätte jetzt gedacht, vielleicht im Sommer macht es voll Bock, Oberteile zu stricken. Aber auch hier wieder das Thema Tücher, 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 Tücher. Also meine Kundschaft liebt einfach Tücher. Lochmustertücher hat hier bis jetzt hier die meisten Antworten gekriegt. Und was ich auch immer spannend finde, ist mit diesen halbrunden Tüchern. Ich hatte vorhin reingeguckt, da war halbrunde Tücher noch auf Platz 2. Das verschiebt sich natürlich jetzt, je mehr Leute da auch mit teilnehmen. Aber wie gesagt, Dreieckstücher, halbrunde Tücher, Tücher mit Lochmuster. Also sehr, sehr stark. Gestrickte T-Shirts, da bin ich sehr beruhigt, weil ich nämlich jetzt noch auch mit einer Kundin zusammen zwei T-Shirts fertig stricke, die unbedingt bis zum Wollfest fertig werden müssen. Und da bin ich sehr beruhigt, dass wir da auf das richtige Pferd gesetzt haben, nämlich dass wir da jetzt uns beeilen und noch zwei T-Shirts fertig kriegen, denn das ist nämlich hier an zweiter Stelle. Finde ich total super. Tops ist jetzt auch nicht so und Polunder auch nicht so. Ist auch vielleicht mit Polunder eher was für den Herbst und Winter. Ich habe da aber jetzt auch sehr sommerliche, von daher werde ich die trotzdem mitnehmen. Das Top lasse ich zu Hause, so wenn sich da jetzt hier nichts verschiebt. Sockensets, ja, kann man sich dann ja selber zusammenstellen, indem man sich die Wolle aussucht und dann, ich habe ja meine außergewöhnlichen Stricknadeln dabei, kann man sich dann selber zusammensetzen. Strickjacke oder einen Pulli.
ist für mich auch eher was für den Herbst, würde ich dann jetzt auch nicht so hoch gewichten. Hier nochmal gestrickter Pullover, gut, zwei gestrickte Pullover. Man kann bei dem gestrickten T-Shirt zum Beispiel einfach die Arme verlängern und hat dann Pullover. Also das werde ich den Kunden dann vor Ort erklären, dass sie dann einfach ein Knäuel mehr mitnehmen. Hier total lustig, nichts hingeschrieben, gut, keine Ahnung, was die da haben wollte, hatte das wahrscheinlich vergessen auszufüllen. Hier habe ich dann ja gefragt, was möchtest du übers Handarbeiten hinaus, also über Wolle hinaus, was aber trotzdem irgendwas mit Handarbeiten zu tun hat. Und ich habe es bei den letzten Malen ja auch schon gemerkt, diese Projekttaschen gehen einfach super, super gut. Und hier die Taschen mit den wolligen Sprüchen gehen einfach super, super gut. Da war mir klar, dass ich die mitnehmen muss. Und hier zum Beispiel auch mit den Nadelgaragen, die sind super begehrt. Also ja, oder auch mit den praktischen Stricknadeln zum Sockenstricken. Also da würde ich sagen, alles, was ich hier angeboten habe, ist sehr begehrt. Das werde ich trotzdem mitnehmen. Ist letztes Mal auch nicht so gut gegangen wie die Projekttaschen oder die anderen Taschen, aber sind auch gegangen. Und ich meine, immerhin 24%, genau. Stricknadelsets habe ich so auch nicht. Häkelnadeln werde ich jetzt auch nicht mitnehmen. Der Großteil meiner Kunden häkelt nämlich überhaupt gar nicht. Und von daher, das würde ich mitnehmen. Die Häkelnadeln, wenn jemand jetzt eine Häkelnadel vorbestellt und sagt, hey Sabrina, ich brauche Häkelnadel, schieß mich tot, kannst du mir die mitbringen? Dann würde ich die natürlich mitnehmen als Vorbestellung, aber so würde ich das nicht machen. Ja, das war meine Umfrage und das ist jetzt, die ist jetzt ja erst ein paar Stunden alt. Ich werde die jetzt weiter beobachten. Und wie gesagt, ich habe sie auch auf meinem YouTube-Kanal geteilt und auf meiner Facebook-Seite oder auf meinen beiden Facebook-Seiten. Da lasse ich mich jetzt einfach mal überraschen, wie das jetzt so weitergeht. Aber im Moment bin ich schon sehr bestätigt in dem, was ich vorhabe mitzunehmen und werde hier auf einfarbige Baumwolle und die Schnäppchen auf jeden Fall mitnehmen. Das hätte ich nämlich, die beiden hätte ich nämlich sonst zu Hause gelassen, also im Laden. Und da wäre mir jetzt vermutlich dann, sage ich mal, Umsatz durch die Lappen gegangen, wenn ich die Sachen jetzt nicht mitgenommen hätte. Ich werde natürlich eine Nachschau machen und gucken, ob dann wirklich viele Schnäppchen und Baumwolle gegangen ist. Das kann ich über mein Kassensystem ja super leicht auswerten. Aber wie gesagt, das ist einfach mit 57% einfach mega, mega groß der Anteil. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass da auch das eine oder andere gekauft wird. Genau, das waren meine Vorbereitungen, das war meine Umfrage. Und vielleicht siehst du daran, dass es einfach super, super wichtig ist, die Kunden zu fragen. Und wenn du jetzt nicht so eine große Newsletterliste hast oder sagst, ich habe keinen YouTube-Kanal, lohnt sich dann so eine Umfrage auch? Ja, du kannst ja auch an deine Lieblingskunden, die direkt per E-Mail anschreiben oder anrufen oder direkt einfach persönlich fragen, wenn du sie mal siehst. Also du musst es ja nicht mit so einer Google Forms-Umfrage machen. Du kannst die Fragen ja auch einfach persönlich stellen. Wenn du sagst, ich habe fünf Lieblingskunden, die frage ich jetzt einfach mal, ne? Also von daher, nur dass du weißt, auch im Vorfeld von einem Markt, Kunsthandwerkermarkt, Wollfest, ist es einfach super wichtig, ein Ohr an den Kunden zu haben. Wenn du jetzt sagst, boah, so ein Markt, so ein Wollfest, so ein Kreativmarkt, ein Frühlingsmarkt, ein Sommerfest, was auch immer, wäre auch was für deine Selbstständigkeit, für dein DIY-Label. Nur du traust dich vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht und du denkst vielleicht, boah, es wäre so schön, von jemandem unterstützt zu werden, der das schon öfter gemacht hat, der einfach schon Erfahrung hat, nicht zu vergessen, keine Anfängerfehler zu machen, um nicht vielleicht den ersten Markt gleich irgendwie reinzufallen, dass da überhaupt kein Umsatz passiert. Habe ich nämlich erlebt, mein erster Markt. Da habe ich an den ersten 2 Tagen keinen Umsatz gemacht. Das war ein ganz, ganz blödes Gefühl. Und wenn du sagst, das möchte ich auf gar keinen Fall, ich möchte mich perfekt vorbereiten, möchte die ganzen Anfängerfehler beiseite lassen, möchte mich einfach von einer wirklich schönen Gruppe, aber auch von Sabrina unterstützen lassen, dann komm super gerne in die DIY Handmade Business Mastermind. Wir freuen uns da sehr auf dich und wir haben schon den einen oder anderen Teilnehmer davon überzeugt, sich an einem Markt anzumelden. Und ja, für die sind Märkte im Moment gar nicht mehr wegzudenken, weil das einfach so viel Spaß und Freude macht und natürlich auch Umsatz bringt. Also, wir freuen uns auf dich. Bis dann. Tschüss, deine Sabrina.